Dann haben wir schon wieder eine Frage, die wir sehr gerne beantworten können. Und zwar, da muss ich ein bisschen hin und her laufen. Das sind die mit zwei Höcken, gell? Kann man ein Kamel nicht doch durch ein Nadelöhr kriegen? Jetzt ist es so, also wenn ihr alle Zwischenräume nehmt, von den Atomen, aus denen ein Kamel besteht, ich meine, dann bringt man auch ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und sonst haben wir hier noch eine Hilfe, die hilft sicher immer, dann kannst du noch ein bisschen pressen. Nicht? Man bringt eigentlich ein Kamel sehr gut durch ein Nadelöhr, wenn man weiss wie. Haben wir auch diese Frage wieder beantwortet.